Der Morgen startet mit einem Smoothie. Ist noch nicht ganz voll bestückt, aber kommen jetzt noch Sprossen ran. Aber hier geht's los. So, und ich bin mal wieder besponsert worden. Und zwar habe ich hier einen Probierpack bekommen von der Firma Bois GmbH. Und zwar sind das gefriergetrocknetes Obst und Gemüse. Bois, der Name leitet sich ab von dem Wort Frucht auf Malaysisch. Nur mal so zur Information. Ja, und da habe ich hier diese folgende Sorten gekriegt. Physalis and Friends, Cranberry and Friends und so weiter. Und die werde ich die Woche mal alle durchtesten und ja, euch berichten, ob das gut ist, das Produkt, oder ja, ob es schlecht ist, ob es schmeckt, ob es nicht schmeckt. Generell sind das, man kriegt halt so ein Döschen und das jetzt hier Broccoli and Friends, wir können das mal aufmachen, das sind gefriergetrocknete ja, Obst- und Gemüsesachen. Mit einer Hand ist natürlich Film und mit der anderen aufmachen. Na, sehen, ob man das hinkriegen kann. So, dann hat man dann das nochmal verpackt. Sozusagen frisch ist. So, das ist jetzt Broccoli and Friends. Mal reingucken. Mal sehen, was da drauf steht. Bio-Zutaten. Ist alles Bio. 64% getrocknete Mango. 17% getrocknete Bananen, 14% gefriergetrockneter Brokkoli und 5% gefriergetrocknete Zitronenschalen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Wobei es eigentlich heißen müsste Mango and Friends. So, und dann, ich würde es mal ausschütten hier. So sieht das dann aus. Und ich koste mal, wie so ein Brokkoli-Stück schmeckt. Das ist gefriergetrocknet. Schmeckt wie Brokkoli. Nicht schlecht. Man lässt sich natürlich sehr, sehr leicht essen, weil komplett das Wasser draußen ist. Und ja, Mango ist noch so leicht zäh. Mal sehen, was die Bananen machen. Ja, lecker. Sehr, sehr lecker. Und nun gibt es wieder Apfelchips bis zum Abwinken aus dem eigenen Garten. So, jetzt ziehe ich mir noch die Erdbeeren rein. Das sind einfach 9 Erdbeeren quasi hier drin und gefriergetrocknet. So, jetzt gibt es die Spinat and Friends, heißt die wahrscheinlich, genau. Spinat and Friends. Ist auch wieder Spinat drin, aber Zitronenschale, Apfel, Ingwer, Ananas und Spinatblätter. 45 Stück sind in dem kleinen Ding hier drin. Ja, ich werde es mal jetzt schmecken lassen. Und jetzt gibt es 4 Bananen. So, jetzt gibt es eine Mango. Zum Frühstück. So, jetzt gibt es hier gebratene Zwiebeln mit Kartoffeln. Und zum Abendessen gab es ein paar Weintrauben. Und zum Frühstück gibt es 2 Mangos. So, jetzt gibt es hier Erdbeere and Friends. Und ja, was ist denn eigentlich so drin in so einem Ding hier? Also es sind 16 rote Johannisbeeren, eine halbe Banane, 8 Erdbeeren und ein Viertel Apfel drin. Das ist sozusagen das, was hier drin ist. Und ja, also dafür ist es ziemlich leicht, aber das Gefriergetrocknete holt echt das ganze Wasser raus. Und ich habe immer noch nicht geguckt, was so ein Ding kostet, aber das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Boah! Und jetzt gibt es Spinat und das hier ist Tofu. Ich habe tatsächlich Appetit auf Tofu. Keine Ahnung, ob das ein Eiweißhunger ist oder was auch immer. Und den habe ich einfach mit Spinat angetrennt, dann noch ein paar rohe Sonnenblumenkerne dran, Zwiebeln reingemacht und jo, das war's. Und der Tag beginnt mit einem Smoothie. So, jetzt gibt's ja, ganz einfach Kartoffeln und Tomaten. Also wirklich billiger geht's fast nicht. Und ja, das war wahrscheinlich auch der Grund. Ich hatte Hunger und ich. Zurzeit sieht es geldmäßig ein bisschen mau aus und deswegen gibt es einfach trotzdem lecker Kartoffeln und Tomaten. Ich esse jetzt hier gerade wieder Apfelchips und ja, jedes Mal, wenn ich die esse, denke ich mal dran, wie viel Geld ich eigentlich spare durch diesen Dürrautomaten. So, jetzt gibt es hier die Goji and Friends. Ich habe gerade Live-Talk und ja, da werde ich das mal hier im Live-Talk präsentieren. Gibt es wieder ein paar Klicks mehr für wow. Mal sehen, wie es schmeckt. Bisher haben die ganzen Sachen eigentlich ziemlich gut geschmeckt. Wir haben gut miteinander abgestimmt. Also es gibt immer so einen Mix, sind verschiedene. Nicht nur eins, also Goji ist nicht nur Goji, sondern verschiedene. Und ist ziemlich cool. Von daher ist ja eigentlich ganz gut. Preis habe ich immer noch. Und jetzt gibt es wieder einen Smoothie. So, jetzt gibt es so die Reste, alles zusammengewürfelt. Das sind Möhren, Paprika und Wirsing. Dazu ein paar Sonnenblumenkörner und noch ein Stück von der Kokosnuss. Und ja, alles einfach gebraten und Reste verwertet par excellence. Und jetzt gibt es ein Bananeneis.
so, jetzt schaue ich mir abends noch einen Film an und wo früher da vielleicht Chips auf dem Speiseplan gekommen sind oder beziehungsweise eher der Serrano-Schinken, gibt es jetzt, habe ich mir mal hier heute im Angebot und aber trotzdem noch relativ teuer, aber habe immer mal gegönnt, solche kleinen Party-Tomaten und eine Gurke und da wird jetzt schön ordentlich gesalzen und ja, das tue ich mir jetzt anschauen. Also den Film und dabei esse ich. Kommt bei mir nicht mal allzu häufig vor, aber jetzt habe ich einfach mal Bock so auf einen kleinen Kinoabend. So, eine Woche ist um und ja, also das ist meine Lieblingssorte Cranberries und Friends von der Firma hier Bua. Und ich habe jetzt mittlerweile auch geguckt, was die so kosten. Also eine Dose kostet zwischen 3 und 5 Euro, je nachdem, mit was die befüllt ist. Das auf der Homepage könnt ihr das Preissystem mal sehen. Das ist ein bisschen undurchsichtig alles. Aber es war so das, was ich ja, vermutet habe. Und es ist natürlich durchaus preisintensiv. Aber wer die Kohle hat, ist echt geil. Weil du hast halt wirklich bloß die Sachen. Da seht ihr, was drin ist, ne? Bloß die Sachen drin. Und sonst nichts, einfach gefriergetrocknet, somit dürft ihr auch noch Rohkostqualität haben und ist schon eine tolle Sache, man kann sie ansetzen, man kann sie essen. Einziger Nachteil ist, bei manchen, da ist Zitronenpulver drin oder auch beim Spinat, wenn du die einfach so snacken willst, das ist total pulverisiert, das kannst du nicht machen, also das musst du dann irgendwo einrühren oder sowas oder halt, ja, dann doch irgendwie hinterschlucken, aber das staubt ganz schön und so. Aber hier, wo die einzelnen Früchte drin sind, da schmeckt es lecker, da kannst du die einzelnen rausnehmen und wie so ein Snack, wie so Chips und ja, auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Bua, ne, hab getestet, ist ganz gut, aber ja, den Preis angemessen, würde ich sagen. Und das bedeutet halt für mich, dass ich mir derzeit sowas nicht leisten kann, aber wer die Kohle hat, der kann da gerne zuschlagen.